Und letztes Mal hat Farmer John endlich seinen erwachsenen Marco in Empfang nehmen dürfen. Und ich bin sehr gespannt, was heute weiter passiert. Denn Athena hat ihn so ein bisschen zur Raison gerufen, dass er wirklich sehr, sehr gut auf Marco aufpassen soll. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Equestrian. Heute eventuell vielleicht ein kleines bisschen kürzer, da ich noch einiges aufzunehmen habe, da ich jetzt am kommenden Wochenende nicht da bin, von Freitag bis Montag. Und deswegen, genau, habe ich einiges vor mir. Da bist du ja, Nova Precious. Wie lief das Rennen? Marco hat einen tollen Job gemacht. Hä, aber das hatten wir doch. Das hatten wir doch alle schon gemacht, oder? Ja, das haben wir schon gemacht. Genau, er wollte mit uns bei Redwood reden. Genau, das ist der Punkt, an dem wir uns das letzte Mal verabschiedet haben. Genau, und da sagt sie nämlich, hey, Marco bedeutet für mich das Gleiche, wie ein Kind für mich bedeuten würde. Und deswegen soll er sehr gut auf ihn aufpassen. Wie das jetzt zusammenhängt, dass es ihr vielleicht auch gerade so schwerfällt, sich von Marco zu trennen, das weiß ich nicht. Ich hatte euch ja schon erzählt, was es da für eine Hintergrundgeschichte gibt, weshalb sie sich überhaupt um die Fohlenaufzucht kümmert und weshalb ihr das so wichtig ist. Oh, Daily Gather schon abgeschlossen. Sehr schön. Genau, aber wie das jetzt, ob das nochmal einen konkreteren Zusammenhang hat, das weiß ich noch nicht. Gucken wir einfach mal. Ihr Lieben, ich habe übrigens beschlossen, ich werde sehr wahrscheinlich abwarten und mir nicht die Friesenkiste holen für 2000 Gems. Auch wenn ich dann jetzt schon einige zusammen hätte. Ich habe nämlich schon fast 3000, aber ich werde weitere 1000 zusammensparen. Auch wenn es noch ein kleines bisschen dauert. Und dann machen wir direkt mal so eine Pegasus-Kiste auf. Einen Pegasus zu bekommen wäre natürlich krass. Die Chance ist aber sehr gering. Rechne ich mir jetzt erstmal nicht aus, dass das klappt. Aber wir haben auch in der Pegasus-Kiste einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit auf besondere Pferde. Ich müsste nochmal gucken, auf welche genau. Das steht da, glaube ich, auch irgendwo bei. Und die Rassen, die wären für mich alle interessant. Am interessantesten natürlich der Friese. Deswegen habe ich auch wirklich hin und her überlegt, was mache ich. Ich weiß auch nicht genau, wird mir das irgendwo angezeigt, wie lange die Friesenkisten für 2000, wie lange es die noch gibt? Wo der Friese gepusht wird? Ich weiß es nicht. Müsste ich gucken, ob ich da mal noch was rausfinde. So Leute, 300 Meter noch, dann sind wir bei Redwood angekommen. Ach, fällt mir gerade noch ein. Ich habe in der Zwischenzeit, bin ich noch einen Parcours, glaube ich, beim Springreiten geritten, den ich noch nicht gemacht hatte mit euch. Und ich habe mich in zwei Cross-Country-Parcours verbessert auf Magnificent. Ich mache ja wirklich täglich auch schön und brav meine Aufgaben für die Gems jetzt wieder. Und versucht da natürlich auch so gut es geht, Winnie zu leveln, damit er halt auch besser wird und mir die Parcours dann leichter fallen. Und da bin ich auch noch mal ein bisschen weitergekommen. Oh, hier geht's schon weiter. Hallo Partner, ich bin froh, dass du dazugekommen bist, um ja an diesem ersten Abend dabei zu sein. Komm, lass uns ausreiten und eine Runde reden. Es ist schön, oder? Oh, aber was war es, worüber du mit mir reden wolltest? Naja, es ist eine schöne Sache, Marco zu sehen, wie er groß geworden ist und dass er wie ein echter Champion performt. Das geht alles gerade ein bisschen zu schnell. Er ist schon 16 Jahre alt, er ist kein Star Equestrian. Und er sagt, ich würde wahrscheinlich eher ein Einhorn kriegen, als die Star Championship zu gewinnen. Und wir bestärken ihn darin, dass wir sagen, hey, es ist aber doch cool, dass du deinen Traum verfolgst. Und er freut sich jetzt gerade darüber. Und er sagt, er mag Marco total gerne, aber er fühlt sich einfach nicht mehr bereit für diese Challenge, an Wettkämpfen teilzunehmen. Oh, sind hier irgendwo Wölfe? Jo. Ein kleines Foli. Guck mal, wir müssen ihm helfen. Oh Gott, wo ist es denn? Irgendwo da hinten. Oh. Ups, halb.
Was müssen wir jetzt machen? Was muss ich denn jetzt machen? Ich krieg die Wölfe da weg. Hä, was muss ich jetzt... Hallo, was muss ich machen, um das Fohlen zu retten? Irgendwas zu Fuß? Wie kann ich helfen? Das sehe ich aber auch nirgendwo, oder? Examine the Foal, Forest Howls. Das ist aber abgeschlossen. Die nächste Quest fängt irgendwie nicht an. Das heißt ja nochmal Examine. Ich weiß es nicht mehr. Examine Deutsch. Prüfen. Naja, und das Foal nicht wirklich geprüft. Was passiert, wenn wir wegreiten? Oh, hier ist eine Truhe. Boah, hier, krass. 11 Gems einfach mal eingesackt. Aber das war jetzt eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte ja dem Fohlen helfen, aber wie kann ich ihm helfen? Ich habe dadurch, dass es hier nicht weitergeht, habe ich so ein bisschen gerade das Gefühl, dass hier irgendwie was buggy ist. Und ich kann auch mit ihm nichts machen. Vielleicht müsst ihr mich einfach nochmal reloggen. Ich habe jetzt letztens schon mal einen Bug gehabt. Vielleicht testen wir es einfach mal. Okay, also leider hat das jetzt nicht funktioniert. Also vielleicht schon. Ich weiß es nicht, ob es funktioniert. Aber wir sind jetzt gerade nochmal wieder zurück hier bei der Farm. Also wir müssen jetzt hier nochmal kurz mit ihm quatschen. Ich hoffe echt, dass das jetzt funktioniert. So, jetzt quatscht Athena noch mal kurz mit uns. Er möchte uns beim Redwood treffen. Da können wir uns ja theoretisch auch hinteleportieren. Also ich weiß, dass wir da... Wir können uns hinteleportieren. Guck, das passt sogar. Hm. Da haben wir sogar einen Fast Travel Point. So, wir sind da. Let's ride and talk. Ja, lass uns mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Die Quest heißt ja The First Howl, oder? The First, also wirklich Howl, nicht Hall. The Forest Howls. So. Oh Leute, ich habe irgendwie irgendwas an meiner Hand, was so wie so ein paar Mini-Stiche, aber wenn ich da drüber kratze, dann pitzt das. Ach, fies. Oder wie so Brennnessel-Dinger. Nur dass das eher juckt und wenn ich drankomme, dann pitzt es. Keine Ahnung, was das ist. Oh, eine Truhe. Schon wieder. Wieder 5 Gems. So kann es weitergehen. Dann kommen wir schneller an unsere 4000 Gems für die Pegasus-Kiste. Natürlich schön. Na, da oben sind sie jetzt schon. Got to help. Wir müssen ihm helfen. Ich kann nicht mit ihm reden. Er bleibt hier einfach stehen. Ja, das war wieder verbuggt. Warte, Nova, ich komme und helfe. Die Wölfe sehen so, als ob sie sich jede Sekunde draufstürzen könnten. Ich muss sie irgendwie verscheuchen. You'll be unable to enter events, go to ranges. Okay, 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 ja.
Wir haben ein Rennen. A pack of hungry wolves have surrounded. Also ein Rudel Wölfe, hungriger Wölfe hat das Fohlen umzingelt. Wenn die Augen der Wölfe glühen, dann müssen wir mit unserem Pferd zu ihnen reiten und den Interaktionsbutton drücken, um sie zu verscheuchen. Ja, hier ist der erste. Ich glaube, er hat eher unser Pferd angegriffen. Oh, hier. Das ist der nächste. Vier von neun haben wir. Oh, Winnie ist einfach so mutig. Das muss man auch erstmal schaffen. Als Pferd sich einem Wolf gegenüberzustellen. Zwei fehlen noch. Ja, da hinten nochmal. Und er hier. Okay, wir haben sie verscheucht. Eines Fohlen. Das sind ganz viele Fohlen. Bist du okay, Kleiner? Was zur Hölle passiert hier gerade? Meine Güte, wo kommen denn die ganzen Fohlen her? Wir sollten hier besser weg, wir sollten uns besser vom Acker machen. Und wir müssen diese kleinen Kerlchen mit uns mitnehmen. Was zur Hölle geht denn jetzt ab? Eine Fohlenarmee. Oh Gott, ist das cute. Das ist ja mal voll niedlich. Leaf Redwood Forest. Ja, okay. Also Nacht scheint es nicht die beste Idee zu sein, hier hinzureiten.